Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, wie wird man zum dauerhaft erfolgreichen Trader? Was unterscheidet die erfolgreichen professionellen Trader von Anfängern? Nun, einer der wichtigsten Punkte dabei ist das sogenannte Trading-Tagebuch. Und mir ist vollkommen klar, dass einigen das Führen eines Trading-Tagebuchs viel zu langweilig ist, dass sie den Aufwand nicht einsehen, warum sie das tun sollen, dass sie lieber am Rechner sitzen und traden und Strategien entwickeln. Nun, ich persönlich kenne keinen professionellen Trader, der ohne ein Trading-Tagebuch, ohne das Hinterfragen der eigenen Strategien und durch eigene ständige Verbesserung wirklich erfolgreich geworden ist. Deswegen möchte ich heute in diesem Video mal zeigen, wie man so ein Trading-Tagebuch führt, was in so ein Trading-Tagebuch reingehört, wie man es auswertet und was man daraus lernen kann. Ich möchte auch konkrete Beispiele zeigen anhand eines realen Trading-Tagebuchs und euch so mal vielleicht ein paar Anregungen geben, wie ihr euer Tagebuch führen könnt. Es gibt nämlich keine allgemeingültige Regel, die jetzt für jeden passt, sondern jeder muss da so ein bisschen seinen eigenen Stil finden. Allerdings gibt es Elemente, die in jedes Trading-Tagebuch hineingehören und die möchte ich euch heute zeigen, den Rest müsst ihr für euch selber erarbeiten. Denn denkt immer dran, Trading ist eine ständige Arbeit und nichts wird euch vorgesetzt, ihr selber müsst an eurem eigenen Stil arbeiten. Nun, warum ein Trading-Tagebuch führen? Ich habe es schon eingangs ein bisschen erwähnt. Die Idee ist, Muster im eigenen Trading-Verhalten zu finden. Sei es profitable Trading-Muster, aber auch unprofitable, also Fehler, die ihr immer wieder macht und immer wieder auf dasselbe reinfällt. Und nur wenn ihr eure Trading-Verhalten aufzeichnet, eure Trades aufzeichnet, dann könnt ihr wirklich hinterher herausfinden, wo eure Fehler liegen und wo eure Stärken liegen. Und die liegen bei jedem Trader einfach vollkommen anders. Der eine ist bei einem Scalping, bei den schnellen Trades besser, der andere bei einem etwas langsamen Trades, der eine vielleicht eher im Volumenprofil, der andere mit technischer Analyse. Es gibt da keine allgemeingültigen Regeln. Nun, die nächste Frage, die dann immer wieder kommt, wenn man über Trading-Tagebücher redet, ist, was muss ich dafür alles kaufen, was brauche ich dafür alles, ist doch viel zu teuer. Da kann ich euch die Sorge erstmal nehmen, denn es muss einfach gar nichts kosten. Ihr könnt das Trading-Tagebuch ganz altmodisch auf Papier führen. Ihr könnt Word oder Excel benutzen oder eins der Open-Office-Software-Pakete. Ihr könnt euch aber auch eine eigene Software dafür kaufen. Da gibt es einige am Markt, die ziemlich gut gemacht sind. Aber anfangen könnt ihr wirklich, indem ihr einfach mit dem Textverarbeitungsprogramm eure Sachen niederschreibt. Und ich habe euch mal so ein Trading-Tagebuch auch mitgebracht. Und das wurde auch ganz normal mit Word und Excel geführt. Ihr seht, das ist einfach Papier ausgedruckt mit roten und blauen Elementen. Das heißt, das sind Verlusttage und Gewinntage, die hier aufgeführt sind. Und aus diesem Trading-Tagebuch möchte ich euch einige konkrete Beispiele zeigen. Ich persönlich unterteile das Trading-Tagebuch nach Tagen. Das heißt, ich habe für jeden Trading-Tag eine eigene Sektion in diesem Trading-Tagebuch. Und das ist auch genau das, wie ich meine Dateien strukturiere auf der Festplatte. Das heißt, ich habe eine Word-Datei für jeden einzelnen Tag. Ich fange an, indem ich für jeden Tag sogenannte Basisdaten oder das Marktumfeld beschreibe. Das habe ich auch mal in einem Artikel beschrieben, den ihr auf unserer Webseite findet. Ich verlinke den einfach mal in dem Text in den Kommentarboxen unter diesem Video. Hier habe ich ein Beispiel. Zum Beispiel habe ich hier einen Tag geschrieben, der chinesische Markt war über Nacht 1,08% im Minus. Auch der Ölpreis hat wieder stark nachgegeben bis auf 27 Dollar. Auch ist China stark im Fokus der Medien gewesen. Das heißt, jede Nachricht über China hat zu starken Marktbewegungen geführt. Weiterhin schreibe ich dazu, dazu kam noch die News von einem Milliardenverlust bei der Deutschen Bank. Sogar positive Nachrichten werden am Markt im Umteil negativ aufgenommen, was man zum Beispiel an den Arbeitsmarktzahlen gesehen hat. Damit weiß ich, dass der Markt momentan oder an diesem Tag, an dem ich das niedergeschrieben habe, besonders nervös war. Ich also sehr vorsichtig sein muss, dass Bewegungen nach unten ein bisschen wahrscheinlicher sind als starke Bewegungen nach oben. Dann folgt eine Aufzählung von jedem einzelnen Trade. Bei jedem einzelnen Trade fange ich an, erstmal die Basisdaten vom Trade aufzunehmen. Das heißt, ich schreibe, was habe ich überhaupt getradet, das Instrument, DAX, Dollar, Bund, Future, was auch immer. Die Zeit, an dem ich getradet habe, den Kurs, die Menge und dann drucke ich mir noch einen Chart aus zum Einstiegszeitpunkt. Das heißt, ich nehme einfach ein Screenshot-Programm, mache mir ein Screenshot von dem Chart und mache da meistens noch irgendwelche Bemerkungen direkt in den Chart rein. Vielleicht irgendwelche wichtigen Linien, die ich beachtet habe, irgendwelche technischen Marken und schreibe mir auch den Einstiegsgrund dazu. Das heißt, in diesem Moment, als ich diesen Chart angeguckt habe, mit dieser Kenntnis, was habe ich da gedacht, warum habe ich diesen Trade gemacht,
mit welcher Strategie habe ich den gemacht. Hier an dieser Stelle müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht mit dem Wissen, das ihr hinterher habt, also ob der Trade erfolgreich war oder nicht, diese Sachen falsch aufzeichnet. Deswegen mache ich das immer meistens relativ schnell nach einem Trade, dass ich wirklich genau an dieser Stelle noch weiß, was ich zu diesem Moment gedacht habe. Außerdem schreibe ich dazu, wo meine Stop-Loss-Punkte liegen, wo ich also raus möchte aus diesem Trade, wenn er schief geht, und wo mein Take-Profit-Limit liegt. Das heißt, wo ich im Idealfall hin möchte mit diesem Trade oder ob ich vielleicht ein sogenanntes Trailing-Stop-Loss-Limit verwende, also ein Stop-Loss-Limit, das ich mir weiter nachziehe. Auch dazu verlinke ich euch mal einen Artikel unten in diesen Kommentaren. Schauen wir uns jetzt mal ganz konkret so eine Sektion aus dem Trading-Tagebuch an und schauen uns mal einige Beispiele am Chart an. Hier seht ihr mal ein Beispiel für einen Eintrag, den ich am Tagesanfang vorgenommen habe, am 8.01.2016. China war damals ein großes Thema in den Nachrichten, das heißt, jede Nachricht zum Thema China wurde sehr stark berücksichtigt. Die Marktstimmung war generell schlecht und dann kamen an diesem Tag noch die NFP-Zahlen, also die Arbeitsmarktzahlen aus den USA, und die waren super positiv ausgefallen. 293.000 neue Stellen, 203.000 waren eigentlich vorhergesagt. Und das hat den Markt erstmal in die erwartete Richtung geschoben. Das heißt, die Indizes gingen hoch, Euro, US-Dollar ging runter. Und auf einmal hat sich die Bewegung umgedreht und es ging genau in die Gegenrichtung. Und das hat eigentlich gezeigt, dass der Markt noch äußerst unsicher ist, dass die Akteure ängstlich sind. Und deswegen habe ich dann eigentlich gedacht, dass an diesem Tag eher Short Trades zu bevorzugen sind. Gemäß der Tagesstrategie habe ich also eher nach Short Trades geguckt. Habe dann hier den DAX geschortet und was ich hier getradet habe, ist den Ausbruch nach unten, die kurze Bewegung unter das Tagestief und in Richtung Gap, also diese Kurslücke, die am Morgen entstanden ist. Ja, was ich immer dazu schreibe, ist noch, dass ich im Risikolimit war, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber wenn man es nochmal dazu schreibt, dann ist nochmal der spezielle Fokus drauf. Man achtet wirklich drauf, strikt im Risikolimit zu bleiben, was bei mir eben 0,5% ist. Der Einstieg war ein Stop-Buy-Order, der Ausstieg war ein nachgezogener, manuell nachgezogener Stop-Loss. Nach dem Ausstieg aus einem Trade solltet ihr wiederum einen Screenshot von dem Chart machen und den in euer Trading-Tagebuch beiheften. Es gibt ja mehrere Gründe, warum ein Trade beendet wurde. Entweder ihr wurdet ausgestoppt, also habt einen Verlust gemacht, euer Stop-Loss-Limit wurde erreicht. Euer Take-Profit-Limit wurde erreicht und das habt ihr am Anfang des Trades im Trading-Tagebuch dokumentiert. Oder aber ihr habt den Trade vielleicht auch aus Bauchgefühl zugemacht. Vielleicht habt ihr euch mit dem Trade unwohl gefühlt, vielleicht wolltet ihr einfach mal das Geld mitnehmen, das ihr schon verdient habt. Auch das solltet ihr im Trading-Tagebuch dokumentieren. Vielleicht gab es auch eine wichtige Weltnachricht, die ihr nebenbei im Fernsehen gehört habt und deswegen aus Nervosität zugemacht habt. Bei der Auswertung der Trades gibt es einen sehr wichtigen Grundsatz, den ihr auf jeden Fall berücksichtigen sollt. Auch ein Trade, der im Minus endet, kann ein guter Trade sein. Und auch ein Trade, der im Plus endet, mit dem ihr viel Geld verdient, kann ein schlechter Trade sein. Wie das? Nun, stellt euch mal vor, ihr haltet alle eure Regeln ein. Die ganze Zeit tradet ihr mit einer Strategie und alle eure Regeln sind eingehalten. Dann kommt es schlicht und einfach ab und zu mal vor, dass ihr Minus-Trades macht. Das ist bei jeder Trading-Strategie so. Es kann aber auch sein, dass ihr wild gezockt habt. Ihr habt eure Position einfach verdreifacht, habt relativ blind nach Bauchgefühl gekauft und verkauft und habt damit Geld verdient. Und das war dann ein unglaublich schlechter Trade. Weil ihr könnt diesen Trade nämlich nicht nachvollziehen. Ihr könnt nicht dauerhaft damit Gewinn machen. Ihr habt einfach mal Glück gehabt. Das war ein Lotteriespiel. Und diesen Punkt solltet ihr berücksichtigen, wenn ihr eure Tagesfazit schreibt. Das ist nämlich eine ganz wichtige Geschichte, dass ihr am Ende des Tages mal aufschreibt, was ist an diesem Tag gelaufen? Welche Trades waren gut? Welche waren schlecht? Und warum waren diese gut und schlecht? Was habt ihr aus diesen Trades gelernt? Was habt ihr aus eurem eigenen Verhalten an diesem Tag gelernt? Und nur wenn ihr diese Fehler wirklich ehrlich aufschreibt, dann könnt ihr auf Dauer erfolgreich sein, weil ihr dann an diesen Fehlern arbeiten könnt. Hier seht ihr mal einen realen Tagebucheintrag von mir. An diesem Tag hatte ich zwei Verluste direkt am Tagesanfang. Und dann waren es alle schön im Plus und ich habe festgestellt, dass dieses Muster sich immer wieder wiederholt. Das heißt, immer morgens Verlust-Trades, nachmittags gute Trades. Und der Gedanke war, vielleicht bin ich einfach am Morgen zu schnell und zu übermotiviert. Ich sitze vor dem Rechner,
möchte unbedingt jetzt traden, möchte was machen und diese Trades gehen schief. Und das ist so ein Muster, das ich bei mir erkannt habe, an dem ich gearbeitet habe und so habe ich mein eigenes Trading auch verbessert. Dann habe ich weiter festgestellt, dass diese DAX-Ausbruchstrades, die ich sehr gern mache, mit Sell-Stops am besten laufen, mit Sell-Stop-Ordern. Wenn ich manuell einsteige, habe ich oft Fehlausbrüche erwischt. Und ein weiterer Punkt, den ich dann hier unten noch aufgeführt habe, ist, dass meine Ordergröße fast immer zu klein ist und dass ich manchmal im Laufe des Tages, wenn ich gut trade, diese Größe der Orders immer zurückgefahren habe, weil ich einfach kein weiteres Risiko eingehen wollte, sondern diesen Gewinn behalten wollte. Das heißt, ich habe mich so einfach selber limitiert, mein eigenes Gewinnpotenzial limitiert. Und das habe ich mit diesen Tagebucheinträgen erkannt und damit konnte ich auch an diesen Problemen arbeiten und konnte sie verbessern. Ich kannte mal einen Trader, das war zu der Zeit, als damals die Broker-Statements noch als Papier ausgedruckt kamen, also die Kontoauszüge. Der hat seine Broker-Statements immer direkt nach Erhalt weggeworfen oder in irgendeine Schublade gepackt und bloß nicht mehr angeguckt. Er hat ständig Verlust gemacht, wollte das aber nicht sich selber gegenüber zugeben, hat immer weiter getradet, Konto immer wieder ein bisschen nachgefüllt, wenn es leer war und hat seine Statements dann immer sofort vernichtet. Und das ist natürlich der sichere Weg in den Ruin, so werdet ihr nie erfolgreich sein. Das heißt, ihr müsst das Trading-Tagebuch ehrlich auswerten, ihr müsst auch ehrlich gegenüber euch selber sein. Und jeder Trader hat Fehler, die er immer wieder macht, die sich immer wieder einschleichen, ganz böse Routinen, auf die man dann auch irgendwann mal wirklich selber sauer wird. Und nur wenn ihr diese auf Dauer vermeidet, dann schafft ihr es auch von Trading irgendwann leben zu können und wirklich auch planen zu können, davon zu leben, weil ihr dann wisst, dass dieses Einkommen, das ihr dort erzielen könnt, auch dauerhaft und statistisch nachweisbar ist. Nachdem ihr das Trading-Tagebuch eine Weile geführt habt, könnt ihr anfangen, nach Mustern in euren Gewinn- und Verlust-Trades zu suchen. Das kann beispielsweise nach Trading-Strategie sein. Vielleicht funktioniert ja eine von euren Strategien in die eine Marktumfeld besser, die andere funktioniert im nächsten Marktumfeld besser und eine funktioniert vielleicht gar nicht dauerhaft. Außerdem kann es sein, dass euch bestimmte Trading-Instrumente besser und schlechter liegen. Der DAX zum Beispiel ist relativ schwierig zu handeln. Vielleicht ist der Euro-Stoxx manchmal ein bisschen besser geeignet. Vielleicht seid ihr auch im Bund-Future besser aufgehoben oder vielleicht im Forex. Und nur wenn ihr über eine genügend lange Zeit eure ganzen Trades aufzeichnet, könnt ihr das rausfinden. Es kann auch sein, dass ihr nach Tageszeit vielleicht ein bisschen besser oder schlechter tradet. Vielleicht seid ihr einfach schon müde, wenn ihr 4 oder 5 Stunden davor gesessen habt zu traden. Vielleicht bringt es mal mehr eine Pause einzulegen. Es kann aber auch an bestimmten Wochentagen besser oder schlechter laufen, je nachdem, wie euer familiäres, persönliches Umfeld auch strukturiert ist. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video motiviert habe, euer eigenes Trading-Tagebuch anzufangen und dass ihr nun seht, dass das keine überflüssige Mühe ist und dass es wirklich was bringt. Probiert es doch einfach mal aus. Mich würde auch interessieren, was eure Erfahrungen damit sind oder wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentarboxen unter diesem Video. Ja, vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch demnächst wieder dabei seid. Und Themenwünsche nehmen wir natürlich immer gerne jederzeit entgegen. Vielen Dank, tschüss und wünsche euch gute Trades.